Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Scene 1. Scene 1. Nicht World 1, sondern Scene 1. So, jetzt kommen wir zum Teich. Ach, ist das schon World 1 gewesen? Genau. Also drei Stage Level ist World. Genau. Scene. Scene. Wie auch immer. Aber waren da drei Level? Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Nach dem, die fallen aber runter. Ins Wasser darf ich. Ja. Genau, diese Viecher, die kommen, wenn du unten drunter durchschwimmst, dann kommen die auf dich zu, die da an der Oberfläche sind. Musst du mir gleich nochmal erklären, habe ich noch nicht verstanden. Die Viecher, die an der Oberfläche schwimmen, wenn die du Schnaken. Drunter, wenn das Schnaken sind? Das sind Schnaken. Okay. Wer dich denn ist? Der Karpfen. Also da habe ich noch mehr Probleme zu das sehen, sieht wo ich nichts. Bin. Ich mach den Blümchen. Fisch. Gelbrandkäfer. Nee, Libellenlarve. Nicht gekriegt. Die, wenn du die abschießt, da gibt es manchmal Blümchen. Hauptpatient. Da läuft was. Ah, Mist! Die halten aber auch was aus. Ich hole mir mal, wo man hin kann. Ich schieße oben einfach nicht, mal. Oben nicht. Ab. Ah, Wasserläufer gibt es auch. Okay. Das war ein Gelbrandkäfer. Der Wasserläufer schießt den Wilder. Achtung. Schießt noch ab. Ich hab ihn doch. Er war doch hinter mir. Was soll ich denn da machen? Problem ist, mein Schuss ist so popelig, ich krieg die Dinger nicht kaputt. Guck, jetzt ist er wieder hinter mir. Ich krieg ihn nicht abgeschossen. So, ihr habt Blümchen, auf. Sehr gut. Ah, da muss ich unten runter durch. Ja. Das ist aber auch. Da kommt doch jetzt irgendwas Gemeines. Ich sehe es schon, ja. Von da oben geht man kaputt, okay. Da oben ging man nicht kaputt. Es war aber ein reiner Reflex, der mich da rein rennen ließ. Wenn ich auftauche und du stirbst in derselben Sekunde, bin ich verwirrt. Da ist der Gap, der Wasserläufer wieder. Wenn man mal weiß, wie man den besiegt, ist echt okay. So, wie er kam von hinten. Also, Stage 2.1. Ach, da, jetzt sehe ich es auch. Ich habe da nie drauf, ich habe immer nur Score gelesen. Wir brauchen Blümchen, wir brauchen Blümchen. Es fällt wieder was von oben, Achtung. Ja. Letztes Leben. Blümchen? Ja. Schießen, feuern, fliegen. Ah,
Heieiei, Dennis, da kriegt man ja richtig Stress hier. Hagen, weiter, Level, Welt 2, Level 1. Okay. Markus, gute Nacht. Ja, wir sehen uns, Mosche. So, soll ich irgendwas drücken oder? Nee. Jetzt hast du natürlich popligen Schuss, was schon irgendwie fies ist, ne? Ja. Aber zum Glück kommt am Anfang immer so eine Sequenz, wo man Blümchen tanken kann. Vielleicht aus genau diesem Grund. Och, Manno! Hab's nicht gekriegt, es tut mir leid. Okay, meine Leben sind fast alle weg. Hagen, was machst du? Ich hab. Der hat mich zweimal hintereinander fies erwischt. Da hat die Extra-Waffe mal was genutzt. Da war diese Blätterdinger, die fallen halt auf mich runter und ich kann mich. Ich hab mit meinem Popelschuss kann ich nichts tun. Nicht die kaputt schießen. Die Blätt. Die. Wen? Diese Blubberbläschen, ja. Doch. Nein. Die doch kaputt. Weil dann kommen drei uns. Ich würde sagen, schieß sie ab. Nein. Weil dann kommen drei quasi unzerstörbare Gegner raus, die sind schlimmer. Also das da zum Beispiel passiert dann. Aber sie sind zum Glück weg. Puh. Du hast noch ein Leben, ich keins mehr. Ja, dann? Ja, das ist ein Aal. Hagen, alleine schaffe ich das ja, hier nicht. Aber wenn von in mir sozusagen eins von diesen Runterfalldingern auftaucht, hast du keine Chance. Haken. Oh. Dein Joystick macht auch so einen rhythmischen Schuss irgendwie. Guck da. Genau so. Weißt du, was ich meine? Mit diese Blättchen tauchen auf und dann ist erledigt. Nochmal? Ja, klar. Wir haben noch. Hier. Seid nicht Aalbern. Hier war die Frage, ist das ein Aal? Antwort allerdings. Von allerdings. Arl. Schieß. Tu doch was, Dennis. Sie kommen. They came from behind. The desert, unchanged for millions of years. Hage, was machst du denn? Ey, der ist direkt in mich rein, so ohne Vorwarnung, also so Seek and Destroy mäßig so. Und dann nicht die Finger vom Joystick nehmen. Nee, und dann passiert, ich bin ja gestorben, und dann passiert wieder sowas, wo ich nicht weiß, warum. Also wo nichts in der Nähe war und ich trotzdem gestorben bin. Wahrscheinlich war doch was in der Nähe. Nee, ich glaube, die Kollisionsabfrage ist manchmal nicht sauber. Das
Der muss oben weg, sonst habe ich unten keinen. Ja, Chance. Aber ich bin, Dennis, ich habe dran gearbeitet, ich bin nur auch gestorben. Warum ist Hagen immer der Kleine? Ja, weil wir können ich mal halt, tauschen. Aber nein, ich bin der arme kleine Unschuldige, das passt schon so. Ich hatte antizipiert, dass dem Hagen das so ganz recht ist. Ja, es ist alles in Ordnung. Das ist schon okay. Du hast die Verantwortung und ich muss spielen hier. Gezwungen. Ich esse mal ein Notbeer. Es geht gleich weiter. Weil du tot bist? Ja. Genau, jetzt. Es geht weiter, Hagen. Kein Notbärchen. Ja, ist nein. Okay. Spiel. Wir wollen Action. Hagen, bester Supporter, sagt Hydrasul. Genau. Ja. Hallo, Doxy P-Town. Landi sagt, ich will auch einen Hagen, der mit mir Apidia spielt. Ja. Kann man sich halt nicht... Nicht jeder kann sich das leisten. Genau. Da muss man auch zum Teil mal Essen kochen. Genau. Ja. So, jetzt kommt hier oben eine Biene, die mache ich ab und dann haue ich nach unten ab. So, und jetzt nach unten. Und ich bin gestorben und ich weiß nicht warum. Weil es war nichts in der Nähe. Puh. Okay, da weiß ich, warum ich gestorben bin. Weil ich mich blöd angestellt habe. Ich hab doch das letzte Mal ging das so einfach. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn der weil man ausgefahren ist. Du kannst das Viech unten nur umbringen, wenn der den Arm ausfährt, nicht wenn er drin ist. Das erklärt's. Hier war die Frage, welchen Emulator wir spielen. Wir spielen in WinUAE. So, jetzt bist du nicht gestorben. Aber nur durch Glück. Blume. Hast du gesehen? Dann blinkt er. Also diese silbernen Blättchen da oben, die finde ich das fieseste. Weil die sind so unvorbereitet, unfassbar fies so. Ich bleib oben. Nix zu wollen. Komm runter. Da ist der Wasserläufer gespawnt in dem Moment. Ich habe mich eben gar nicht gesehen. Also warum macht der Hagen so entspannt, aber er ist tot. Und ich bin zu langsam, um hier noch einen Stich zu machen. Hagen, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit. Wir können auf Easy stellen. Dann hat jede Welt nur ein Level. Also wir müssen den ersten Level, ersten Teil von der ersten Welt nochmal spielen. Dann könnten wir vielleicht nochmal die dritte Welt sehen. Dann kannst du auch das Passwort da eingeben, kommen sie auch direkt hin. Was für ein Passwort? Die haben vorhin geschrieben, dass du einfach hier im Startbildschirm das Passwort eingeben musst, dann bist du da. Nee, das war ein Passwort für wir haben alle Waffen. Nee, das stand Level 1, 2, 3. Keine Ahnung, sehe ich doch nicht. Habe ich gesehen. Ja, aber es nutzt ja auch nichts ohne. Also, wir bräuchten halt beides mit den Waffen. Hier, wenn ihr das parat habt, den alle Waffen-Code und den das Passwort für Level. Für Hi. Welt. Du willst nicht Level 2 nochmal. Ah, doch, die kommen auch. Wir gucken. Jetzt bin ich verwirrt. Ich erst mal ein Verwirrbärchen. IDDJKA, was war IDKFA, IDGOD, IDCLIP, IDDQD, siehe oben. Ja, wo denn oben? Ich sehe das doch nicht, Don Schnarcho. Arbeite doch mal mit. Ja, und wo gibt man das ein? Im Startbildschirm, habe ich doch gedacht.
Miss Honeybee. Gib das Passwort ein und stell auf leicht. So, wo gibt man das Passwort ein? Da. Wo denn? Jetzt, einfach tippen. Okay. Also, erstmal machen wir hier auf Simul. Mhm. So, und was war das? Miss Honeybee. Mhm. Mit Z oder Y? Deutsche. Klappt das jetzt? Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung. Du siehst im Startbildschirm vielleicht auch das eins weiter vorne. Was ist denn der Startbildschirm? Wo Apidia steht. Tippen Sie im Titelbildschirm. Im Titelbildschirm. Ja, da waren wir aber. Ich muss eins zurück. Kann ich nicht. Drück mal Escape. Gibt immer. Nee. Home. Warum drückst du nicht einfach Home, wenn ich sage, drück Home auf deinem PC? Machst du auch Feuer aus. Jetzt zerstörst du die ganzen Gegner. Du tippst nicht schnell genug. Ich kann das schneller. Ja, also. Miss Honeybee und im Pausemenü Url Dabba. Ulrdabba. Ja. So, wissen wir immer noch nicht, ob das mit Dings oder Z ist. Mit Y oder Z. Ich tippe mit Z. Wenn man keine deutsche Tastatur extra lädt, hat man die englische. So, das heißt Miss Honey B. Enter? Nee. Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt war. Und was müssen wir eingeben? I, wo ist es? Oder im Pausemenü. Ist das das Pausemenü? Wo ist das Pausemenü? URL Dabba. So, wo, was ist Pause? Startet das Spiel. Vermutlich P. Die Pastetause. Pastetause. Nein. Keine Ahnung. Das ist die PC-Taste. Das ist ja auch von der Amiga-Tastatur. Keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, da ist vielleicht was draufgelegt, so wie Home. Nee. Okay, funktioniert nicht. Nee, geht nicht. Ja. So können wir nicht. Dann machen wir jetzt easy. Okay. Armin bei Giant Assistance ging, glaube ich, auch bei der Amiga-Version, wenn ich mich recht entsinne. Weil der Entwickler von Giant Sisters Armin Gessert. Ah. Deswegen ist Armin ist Level Skip. So. Die Levels Gold einfach im blinden Titelscreen eingippen und dann. Hab ich doch gemacht. Hast du gemacht, ja. Ja. Wir machen jetzt easy. Okay. Hab's ja verstanden. Name? Kannst du hier... Ne, wir holen ja mehrere. Ja, wir kriegen doch nie 20.000 Punkte. Doch. Wir hatten mehrere Extra-Leben eben. So, Hagen, bist du bereit? Dann gucken wir mal auf easy, ob wir das schaffen. Oder ob wir da weiterkommen zumindest. Schnecke. Und den ersten Level hier, den haben wir eigentlich üblicherweise ganz gut drauf. Ja, wir haben auch häufig gespielt jetzt. Ja, okay. Jetzt kommt gleich der Pilz. Ja.
Ja, es kommen etwas weniger Gegner und so. Ich glaube, sie brauchen auch weniger Treffer. Genau, Wolfman Jack, den beeindruckt die Farbenpracht, obwohl es nicht AGA ist. Das kann man sagen. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ah, nimmst du. So. Der Hagen hat Dauerfeuer. Ja, doch, ich hab's angemacht, weil ich gedacht, der Liv hängt an. Ich hab nicht gedacht, dass in der Und es ist auch nicht, es ist doch die verkürzte Fassung, dachte ich. Dennis, ich habe keine Ahnung. Oder war es der Training Mode war das. Gut, dann spielen wir es jetzt einfach auf einfach durch. Mit allen Leveln. Ist ja jetzt einfach. Das will ja eben Blümchen, bei mir ein Blümchen. Nein, Gegner unten. Den kriege ich nicht. Blümchen. Da ist es. Das war jetzt bei mir eben auch wieder ein Fall von dem Schuss ausgewichen, indem ich genau in der Schussbahn geblieben bin. Aber ich hatte ja zum Glück ein Schutzschild. Hol es dir. So, jetzt muss ich nahezu auf Max sein. Dauerfeuer aus? Habe ich. Ich hatte es hier eben auch aus. Ist wieder angemacht. Also oben sind noch 5 Blümchen, 3 hast du schon, also. Okay, das ist schwierig. Schüsse hier überall. Machen englische Keys Sinn in Deutschland? Ja, das Problem ist, die Tastatur beim Amiga ist immer englisch. Es sei denn, dass man explizit einen Tastaturtreiber lädt, was üblicherweise in einem Spiel, was nicht von der Workbench geladen wird, nicht passiert. Ja, also bei mir war das nie so. Ich erinnere mich nicht, dass ich auch nur ein einziges Mal irgendwie... Doch, bei den Star Empire Disketten, die ich dir gemacht habe. Ja, okay. Jetzt nehme ich die ich sammle die Schüsse auch noch alle auf. Den letzten Rest von Schutzschild habe ich noch. Bräuchte mal einen neuen. Dafür bräuchte ich einiges an Blümchen. Mist. In den Boden gerammt. Das war dumm. Okay. Also die empfinde ich nicht als schwer. Ja, sie sind ja auch, spielen ja auch auf easy. Jetzt kommen wir nicht so. Okay, für ein Leben hat's gereicht. Wie ist das bei WHD-Load? WHD-Load lädt ja auch virtuell von Diskette und ignoriert die Workbench. Also da dürfte das genauso sein. So, Hagen, denk dran, jetzt ist einfach. Mhm. Merkt ihr das? Es ist einfach. Damit einfach, einfach, einfach ist. Ja, sie gehen schneller kaputt. Ja. Du hast mich abgeschossen.
Der einzige Schuss, der mich erreicht hat, war deiner. Ich habe extra darauf aufgepasst. Sehr gut, genau. Wenn er nochmal jetzt. Zu spät, schade. Ich verstehe es nicht. Aber nichts in der Nähe. Zu viel Gerümpel. Ich bin zu langsam. Und ich glaube, bei mir ist die einfach die, die Kollisionsabfragen nicht sauber. Weil die kommen bei mir einen Zentimeter entfernt runter und ich sterbe. Gut, es ist rum. Wieso? Wir haben auch noch vier Leben. Ja, aber ich habe keine Extras mehr. Und da wir nicht wissen, wie man in den Pausenmodus kommt. Hier, drei Stück. Drei Stück. Easy, ha? Huh? Mhm. Das war doch easy, Hagen. Ich habe ja auch noch ein Leben. Also kannst du übrigens auch hoch zur Blume, ne? Ja, verlasse ich mich nicht drauf. Doch, ich war da dauernd. Man merkt schon, wenn man nur mit halber Feuerkraft hier unterwegs ist. Ja, und ich habe einen viel schlechteren Schuss als du, also. Steht nichts im Handbuch zur Pause, ich habe es nicht gefunden. Da, keine Ahnung, wo ich da hin soll. Ich glaube, es langt Hagen. Mhm. Wir haben es gesehen. Mhm. Also, kein einfaches Spiel, aber ich finde trotzdem ein schönes Spiel. Mhm. Ah, Highscore. Ja, nee, danke. Winners save the planet. Mhm. So, also das Apidia. Man muss das echt üben. Also ich glaube auch die Sequenz, wo wir jetzt immer drauf gegangen sind, wenn man genau weiß, wo, wie, was. Am Anfang sind wir immer tot gegangen bei dem Schmetterling, der vor links kam. Mhm. Der hat mich jedes Mal abgeräumt. Wenn das irgendwie irgendwann weißt du, der kommt da, dann fliegst du runter, ja, und dann bist du weg. Grafisch ist es sehr schön gemacht, auf, ja, jeden Fall. Die Musik ist großartig. Ja. Also nochmal Hinweis auf die Soundtrack-CD. Ja. So im Gameplay, ich finde es gut. Es ist halt schwer. Und es ist rudimentär, also ballerst du ja eigentlich nur. Also du machst ein Dauerfeuer an, fliegst rechts, links. So, ja, gut, so ist es bei Shootern halt. Ja, aber... Ja. Gibt also es keinen WHD-Load mit... Also es gibt mit Sicherheit Trainerversionen, ja, aber ich meine... Wir spielen halt das Original. Genau. Also ich fand es echt gut, es macht auch echt Spaß. Mit den Insekten muss ich zugeben, es ist mal erfrischend, weil das anders ist. Ich meine, hunderte von Schiffchen vorher. Ne? Aber die Grafik ist echt schon...
Also sie ist bunt, aber sie ist an manchen Stellen so bunt, dass es schon wieder unübersichtlich ist, dass ich nicht mehr sehe, wo bin ich eigentlich. Ja. Also wenn da Gehölz ist und du schießt und ich schieße und drei Schüsse kommen noch von rechts, dann siehst du gar nichts. Ja. Ja. Oder Hagen, vielleicht sind wir auch einfach alt. Alt. Das ist, genau. Das ist sowieso wahr, aber in dem Falle glaube ich nicht so. Ja. Ja. Okay, also das Apedia. Schreibt doch mal gerne, wie weit ihr gekommen seid. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich früher es geschafft habe, bis in die Sewer zu kommen. Mhm. Also in den in die Abwasserröhren. Mhm. Und da kommt nämlich, war das da? Also auf jeden Fall gibt es... In einer Welt ist coole Techno-Musik, also so richtig, richtig Techno-mäßig. Das ist Techno-Party, das müsste die vierte Welt gewesen sein. Ich glaub, das ist aber der fünfte Track. Genau, weil der erste Track auf der CD ist der Titeltrack. Ah. Ich meinte, ich bin, glaube ich, bis zur vierten Welt früher mal gekommen. Keine Ahnung, ob das im Trainer-Modus war oder so. Ja. Gut. Also, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Hagen soll die Frau sprechen. Was? Hier. Nein. Hagen macht die Frauenstimme. Nein. Ich kenne der zieht das durch von den alte Frauen, junge Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen und alte Männer, junge Männer. Das hat der Dennis alles drauf.